Im heutigen Video zeigen wir euch eine Entlastungsanlage für den Daumenballen und für die Daumenbeuger. Das ist die Muskeln, die den Daumen beugen. Entlastet zusätzlich die Sehnenscheiden im Bereich der Sehne, die die Daumen versorgen. Dafür brauchen wir einen Tapestreifen, der vom Daumenballen bei maximaler Dorsalextension, also Streckung im Handgelenk bis zur Mitte des Unterarms und etwas genauer bis zur Mitte des Radius geht. Wir reißen das eine Ende vom Tapestreifen ab, kleben den Tapestreifen in Verlängerung des Unterarms auf den Daumenballen, bringen das Handgelenk wieder in maximale Dorsalextension. Daumen wird abgespreizt, das Tape wird fast komplett von seiner Trägerfolie gelöst und ohne Zug aufgelegt. Jetzt ist wichtig, dass das Tape von innen nach außen angestrichen wird, damit sich keine Falten bilden bei der Tape-Anlage. Das Tape überall gut anreiben. Vor allem wichtig hier im Übergang des Handgelenks und in der Handinnenfläche, dass das Tape da gut halten kann, weil das eben auch die Gebiete sind, in denen die meiste Bewegung stattfindet später im Tape. Gut anreiben. Und fertig ist unsere Tape-Anlage. Die entlastet den Daumenballen, entlastet die Beuger des Daumens. Schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr sonst noch für Therapien bzw. für Übungen nutzt, um den Bereich Daumenballen, die Sehnenscheiden der Daumenflexion, also der Daumenbeuger, zu entlasten und wieder in normale Funktion zu bringen. Und schreibt uns auch gerne, wie euch das Tape gefällt, ob euch das Tape hilft, wie ihr das Tape anwendet. Wir freuen uns über eure Kommentare. Und bis dahin einen schönen Tag.